Willkommen einander zu einer kleinen Extra-Folge. Ich habe ja den letzten hier dieses Video veröffentlicht, Bucket-Plugin, Minesucht-Report-Plugin, wie ich das programmiere, das sind sieben Teile. Und da habe ich einen Link hinzugefügt mit meinem Repository, was ich privat hoste. Das ist das hier, das habe ich auch einmal schon geöffnet. Und wenn man das klonen will auf den ersten Blick, ich drücke mal hier Test, dann bekommt man diesen Error. Self-signed SSL Certificate Problem. Unable to get local issue for Certificate. Das ist einfach das Problem, typisch mit einem self-signed Zertifikat, was ich ja hier ausgestellt habe. Das wird ja nur von mir getrustet, weil ich das den Chain importiert habe. Da steht es auch. Hat ein Self-Print und ist bis nächstes Jahr im 2. November gültig. Das kann ich jederzeit auch erweitern. So. Und wie schon gesagt, ich kann es halt jetzt nicht direkt klonen. Und diesen Fehler zu beheben, gibt es hier einen Command namens git.config-system-http-ssl-verify-false. Dieser halt nicht als normaler User ausführen, sondern ich gebe es hier oben ein: git-bash-rechtsklick als Administrator ausführen, einmal ja drücken, dann bekommt man hier so eine schöne Bash und da kann man jetzt einfach diesen Command hier reinkopieren. Wichtig ist, dass man System sagt oder Global. Ich benutze System, weil ich einen gesharten Home-Tref habe. Das kann ich euch gerne auch noch mal ein bisschen näher bringen. Gebt einfach ein, drückt Enter, dann wurde das in die Config eingeschrieben. Ich kann euch auch kurz die Config zeigen. Ich habe hier einen Ordner, namens Programme, Git. So, und dann hat es hier einen etc-Ordner. Wo haben sie es denn jetzt hingeschmissen? Bin. Git-config. Genau, hier wird eine Git-Config erstellt. Da steht jetzt auch, dass das nicht mehr drin ist, das Zertif also dass es nicht Verifier sein soll. Also in diesem Pfad hier. Und wenn ich jetzt hier einmal Test drücke, dann seht ihr, es hat ohne Probleme funktioniert. Und ich kann das hier klonen. Ich habe das schon einmal gemacht und dann habe ich halt das hier. Hoffentlich hat es euch gefallen einfach. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert oder ein Like da lasst. Und ihr könnt ja auch unten bei der Glocke einmal draufklicken, könnt eine Push-Benachrichtigung aktivieren, falls ihr immer aktuell bleiben wollt. Bis auf ein paar Minuten, weil es YouTube nicht hinbekommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.